Wo ist denn dieser dumme kleine Heuchler? Verdammte Scheiße, ich hab Hunger. Arschgeige, Arschgeige. Scheiß Trottel, wer ist der Kerl überhaupt? Eigentlich sollte ich's mir auf der Couch gemütlich machen. Mit Mietz an meiner Seite. Und Ben the Beat im Radio hören. Ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß hier. Eric Theodore Carmen, einer der vier aus South Park, und genau dieser Viertklässler sitzt jetzt hier gerade neben mir. Cartman, grüß dich. Ey, ich wollte gerade sagen, ich heiße nicht Carmen, ich heiße Cartman. Verdammt nochmal. Du bist jetzt der Bösewicht der Show. Du bist der Bösewicht der von South Park. Du klopfst gerne Sachen raus, wo mir eine Freundin, wenn ich die sagen würde, geh dir den Mund mit Seife auswaschen. Du hast in den letzten Folgen dafür Elektroschocks gekriegt. Was ist denn deine liebevolle Seite? Die anderen unterschätzen immer, dass ich einfach der Intelligenteste von allen bin. Und dementsprechend erscheine ich vielleicht manchmal etwas hart. Aber die anderen verstehen mich einfach nicht, wie wahnsinnig klug und intelligent ich bin. Immerhin, ich habe Föten verkloppt und war in der NSA. Das sollen mir die anderen erstmal nachmachen, verdammt nochmal. Du wohnst mit deiner Mom zusammen. Inwieweit hat denn alleine schon diese Tatsache dein Frauenbild zerstört? Mein Gott, die Schlampe, manchmal kommt man ihr einfach auf die Spur. Aber ich will mich ja gar nicht beschweren, weil in dem Moment, wo sie mich mal fickt, irgendwann kriegt man sie ja doch so weit, wie man sie haben möchte. Und wenn ich sag, Mama, machst du mir Käsebällchen? Irgendwann kriege ich meine Käsebällchen, ja. Was gibt es denn für Regeln überhaupt bei dir zu Hause? Regeln? Was ist das? Du hackst in den Folgen ständig auf Kai rum. Nein, ist gar nicht wahr. Weil er Jude ist. Warum? Ja, mein Gott, wenn es so ist, dann ist es so. Und Kennys Leute sind arm. Ja, und? Du hast bald Geburtstag. Am 1. Juli ist es soweit. Was wünscht sich denn ein Cartman noch? Also ich meine, du warst bereits Papst. Du warst bereits in polizeilicher Gewahrsam. Die Leute von Sea People haben dir bereits eine Statue gebaut. Was gibt es denn noch für Wünsche, die ein Cartman hat? Cartman möchte vor allem wieder seinen eigenen Vergnügungspark haben, wo die anderen nicht rein dürfen. Das wäre geil. Und außerdem kriege ich diese tollen Posten, weil ich natürlich eine wahnsinnig natürliche Autorität habe. Wie wär's denn eigentlich mal mit Abnehmen? Also ich meine, wie groß bist du? Circa 35 Zentimeter oder so. Und dann 40 Kilo? Ich meine, wäre das nicht mal ein Ansatz? Das täuscht einfach, weil man kann bei Knochen nicht abnehmen. Also Knochen hat man einfach, die sind etwas stärker bei mir. Aber und im Vergleich zu diesem, als ich dieses Kraftfutter genommen habe, habe ich verdammt abgenommen, ey. Also ich meine, allein diese Person passt mindestens dreimal in dich rein. Ja, dieses magersüchtige Frettchen, mit dem möchte ich mich ja auch nicht vergleichen, Mensch. Der eine hat zu viel Geld, Berlin hat ganz offensichtlich zu wenig Geld. Wir haben nicht mal sexy, ist aber sexy. Ist sexy, ja, aber wir haben nicht mal einen Flughafen. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Auf meinen ungeheuer geschmeidigen, langen Beinen bin ich hergejoggt. Jawohl. Wenn wir jetzt gerade eben sagen, 17. Staffel. Nee, warte mal. Was heißt denn hier eigentlich joggen? ja. Wie sieht denn das aus, wenn Cartman joggt? Etwa so. Cartman, jetzt steht Ostern an. Was machst du mit deinen Eiern? Suchen. Anmalen ist schwierig, weil wenn ich mich... Du kommst ja an der Wampe gar nicht vorbei. Ja, scheiße nochmal. So ist es. Eric Theodore Cartman. Hellblaue Mütze. Dass ich Theodor auch noch heiße, wusste ich irgendwie gar nicht. Das ergibt die Recherche, mein Freund. Ich bin ja nicht im Internet, deswegen kann ich da nicht recherchieren. Hellbraune Haare, rote Jacke, braune Hose. So kennen ihn die meisten visuell aus South Park. Jetzt sitzt heute exklusiv auch mal die Stimme hinter Cartman hier bei mir in der Show. Jörg Stuttmann, grüß dich. Hallo. Seit Beginn die deutsche Stimme von Cartman. Wann fängt man eigentlich an, dass man diesen derben Humor auch ins Private übernimmt? Ich habe nie damit angefangen. Ich glaube, ich werde es auch nicht mehr tun. Und die Leute unterschätzen im Allgemeinen, dass man, was weiß ich, eine Woche oder vielleicht mal 14 Tage pro Staffel damit zu tun hat im Jahr. Mhm. Und also man spricht bei weitem nicht so oft, wie man zu sehen bzw. zu hören ist. Was ist denn für dich das Besondere, einen Viertklässler zu sprechen? Also ich sage mal, Edati würde sie gerne anfassen, du sprichst sie glücklicherweise nur. es hält einen jung. Ich werde im Rentenalter womöglich, wenn es so weitergeht, noch einen 8- oder 9-Jährigen sprechen.
Du sprichst es gerade an, wie schwer wird es eigentlich sein, wenn sich die Wege von Cartman und dir vielleicht irgendwann mal trennen werden? Es gibt ein Leben jenseits von Cartman. Und in diesem ganzen Synchrongewerbe, sage ich immer, bin ich eine intensive Randerscheinung, weil ich ansonsten eigentlich sehr wenig im Synchronstudio stehe. Inwieweit kollidieren eigentlich die persönlichen Ansichten und Meinungen von Cartman mit deinen? Da muss ich nachdenken. Also ich meine, Cartman hackt ständig auf seinem Kumpel Kai rum, weil er Jude ist. Ich wollte gerade nach diesem Nachdenken eine lange, gedankenschwere Pause machen, um dann zu sagen, gar nichts. Ich wollte gerade sagen, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal mit der Stimme in der Synagoge vorgestellt? Ach du liebes bisschen, also Augsburg hat eine ganz wundervolle, ich lebe in Augsburg oder bei Augsburg, hat eine ganz wundervolle Jugendstil-Synagoge und da hat mich eigentlich noch nie jemand angesprochen, wenn ich da reingegangen bin. Ich freue mich sehr, dass auch ich heute die Möglichkeit hatte, dich kennenzulernen. Tata, tata. Mal die Stimme hinter Cartman, hinter der Folge South Park. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke, gerne. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns vielleicht das nächste Mal bald wieder. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Danke. Dankeschön. Gern geschehen. Ich gehe nach Hause. Mehr von der Sprechstunde dann immer montags bis donnerstags ab 18 Uhr auf 98.8 KISS FM. Dafür einfach hier oben klicken, dann landet ihr direkt auf dem Player. Damit ihr immer up to date seid, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren, dann einfach auf den Bums hier unten drücken. Und noch mehr Videos gibt es mit diesem Knopf hier unten.